Hey Leute und willkommen zu einem besonderen Art von Showcase. Und zwar, heute gab es einen neuen DC-Charakter unangekündigt. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall der Ballet-Winner. Es wird auf jeden Fall viel mehr passen als Bayonetta, ne? Und ich werde ihn jetzt ein wenig im Trainingsmode showcasen quasi. Ein paar Moves zeigen und joa, halt was der so alles drauf hat, ne? Macht auf jeden Fall schon mal ordentlich Spaß. Und ist auch einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Mario-Universum. Und die Rede ist von keinem anderen als von Waluigi. Ja, hier auch gleich mal noch das Mario-Kostüm. Nehmen wir ihn als Gegner mal. Dann sagen wir, nehmen wir, welche Stage? Battlefield. Und dann will ich euch mal so ein bisschen zeigen, ne? Also hier sieht man ihn auf jeden Fall. Und ja, die schönen Taunts, ne? Schon ziemlich cool auf jeden Fall. Sein Jump ist ziemlich gut. Hat eine sehr gute Jump-Höhe. Ich würde sagen, es ist die von Captain Falcon vielleicht oder sogar Falco. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Die Animation passt auch zu Waluigi und jetzt mal ohne Witz, das ist ein Mod und zwar ein eigener Waluigi, den sich jemand gemacht hat. Das Model ist natürlich von der Helfer-Trophäe genommen. Das sieht man auch an der Animation her. Die Helfer-Trophäe, wenn die kommt, dann macht die ja zuerst so, hat eigentlich noch einen Tennisschläger in der Hand und drückt dann diese Attacke hier, stampft den Gegner in den Boden und haut die mit dem Tennisschläger weg. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, die Attacke ist sehr schlecht. Die bringt so gut wie gar nichts. Weil die hat einfach so mega harten Ending-Lag und ja, sobald man den Gegner damit nicht richtig einstampft, dann ist die halt echt bad, weil man nichts machen kann. Und ja, jetzt werde ich euch einfach so zeigen, ich mache mal gleich das Combo hier weg, das nervt ein bisschen. Ich werde euch jetzt einfach so ein bisschen zeigen, was der Charakter so alles hat. Und zwar, das hier dürfte man ja sehen, ist der Jab von Mifit, die Up-Air von Captain Falcon, die Forward-Air von Peach, nur halt natürlich ohne die Krone auf dem Kopf, ne, sieht man ja auch. Und dann noch die Down-Air von Captain Falcon und die Back-Air von Peach. Dann haben wir hier die Side-B von Captain Falcon. Die Down-B eben, wie gesagt, von der Helfer-Trophäe. Die Up-B auch von Captain Falcon. Ich glaube, es ist Special 2 oder 3, ich weiß es nicht. Aber die bringt auf jeden Fall nichts, ist halt nur zur Recovery da. Dann haben wir hier Back-Air von Peach eben. Sieht man auch ja, an der Animation eigentlich ganz gut. Und jetzt noch die Tilts. Ist der Up-Tilt von Bayonetta hier. Das, der trifft eben zweimal, wenn man näher dran ist. Ansonsten nur einmal. Er ist ziemlich gut. Den Forward-Tilt, das ist ein Schlag mit dem Tennisschläger sozusagen. Also der hat da keinen in der Hand, aber das müsste man sehen. Hat eigentlich einigermaßen gutes Knockback. Als Down-Tilt, der ist richtig schlecht. Er bringt eigentlich so gut wie gar nichts. Ich glaube, es ist einfach diese erste Stampfattacke von der hier. Also eine, so ein bisschen gemixt. Und ja, der Laufen. Wenn ich so ein bisschen langsam mache, dann müsste man es glaube ich sehen hier. So zum Beispiel, ich glaube das kennt ihr irgendwoher oder hier, wenn man genau auf seine, ich kann hier auch noch den Speed einstellen. Wenn man hier jetzt genau auf seine Hände guckt, wie er die macht, der hält da quasi was und das ist, wenn ihr es vielleicht schon wisst, ne, von Peach ist das der Run und der Running Speed glaube ich auch, bin mir nicht sicher, könnte auch Captain Falcons Running Speed sein. Das ist auf jeden Fall hier Peach und ja, sieht auch ganz lustig aus und die Neutral Air ist auch von Captain Falcon, ist es von, wie viel Trainer meine ich, ne? Die Abwehr von Captain Falcon. Also der ist allgemein eine Mischung, also was ich bisher alles herausgefunden habe, aus Bayonetta, Captain Falcon und Peach. Und wie viel Trainer natürlich, hier. Und auch, wo war noch dieser eine Move? Da gab es noch einen Grab, war es glaube ich, genau. Das da ist wie viel Trainers Back Throw, der bringt hier fast gar nichts, glaube ich. Ich bin immer noch am Austesten, was man alles so gut comboen kann. Und dann haben wir den, komm mal her, Upthrow von Captain Falcon, nur mit weniger Knockback, glaube ich. Den Forward Throw von Wii Fit Trainer, der auch nichts bringt. Das der wichtigste Throw ist hier der Upthrow, der Backthrow, was sage ich gerade, der Downthrow natürlich. Und der ist wirklich sehr gut, den kann man in Neutral Air comboen. Und danach dann noch so eine Up-Air zum, einen Up-Tilt raushauen. Und das allgemein, Waluigi ist echt ein guter Charakter. Er hat auf jeden Fall sehr schlechte Specials hier. Die bringen alle einfach fast gar nichts. Vor allem die Neutral B, ich zeig's euch auch mal. Die macht 12 Damage und hat mega den Ending Lag. Und ich glaube, die hat auch nicht wirklich irgendwie Kill Power.
Also das, die bringt eigentlich gar nichts. Deshalb ist Waluigi mehr der, der auf Aerials und so fokussiert ist, weil der kann einfach aus einem Backthrow, aus einem Downthrow richtig viel raushauen. Hier sieht man ja, es macht voll viel Damage und dann kann man meistens eben noch Up-Tilt machen. Und das Krasse ist halt einfach, dass er die Up-Air von Captain Falcon hat und die ist auch echt gut. Und die Forward-Air von Peach, die haut ja auch einigermaßen rein, wie man hier sieht. Ich werde dann vielleicht irgendwie mal so einen kleinen Combo-Guide zeigen. Sowas zum Beispiel hier, das ist ja auch von Captain Falcon, geht es ja in Tusni. Und hier die Down-B bringt fast gar nichts, dieser Spike-Effekt, der ist sehr schlecht. Da sollte man dann einfach immer für das gehen, wobei das wahrscheinlich true ist. Aber ja, man sieht, sein Recovery ist auch nicht ganz gut. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr stylischer Charakter, Perfect Pivot. Hat auch eine ziemlich gute Reichweite, sieht man hier ja. Ich könnte mir Perfect Pivot abzählen, wenn ich das mal hinkriegen würde. Könnte ich mir das gut vorstellen. Und ja, ich bin einfach momentan so ein bisschen am herausfinden, was der alles so kann. Und der ist auf jeden Fall, das muss ich natürlich sagen, nicht Wi-Fi safe, ist ja klar. Ich habe probiert, ihn for Glory zu nutzen und es war dann halt so, dass ich einfach... Ich habe ihn gewählt und dann wurde ich gekickt beim Match. Aber ich habe keine Sperre oder so bekommen. Was ganz cool ist, aber ja, den kann man dann auf jeden Fall im Offline natürlich schon verwenden. Man sieht hier ja, der andere Waluigi funktioniert auch perfekt, also auch in Ditos. Werde ich vielleicht nachher auch noch was dazu hochladen, so Ditos gegen meinen Bruder oder so. Und ich denke mal, dass ich den dann für Turniere oder so einfach mal zum Spaß mitnehmen kann. Und was man hier auch noch zeigen kann, ist, die hat auch einen, die Back-Air hat auch einen sehr schwache Hitbox. Also mit schwachem Knockback, das ist jetzt zum Beispiel die ganz gute. Und der jumpt einfach so cool. Und wenn ich das jetzt mal richtig hinkriegen würde, dann kann ich euch auch zeigen, wo die Hitbox ist mit der schwachen. Da muss man die ein bisschen länger so fallen lassen. Am besten so irgendwie. Und dann trifft es den nur ganz leicht. Und das kann man manchmal auch kombinieren, wenn man es richtig trifft. Probier es gerade mal. Ja, da zum Beispiel. Das war halt wirklich sehr schwach. Und das ist auch ganz gut bei hohen Prozenten, weil dann kann man eben daraus zum Beispiel irgendwie mal was probieren zu kriegen. Aber ja, man sieht auch, die Side B ist definitiv schlechter als die von Captain Falcon, also vom Knockback her. Und ich bin immer noch so am austesten, was der alles so für Kombos hat, weil man sieht es ja, sieht mehr nach einem Aerial-Base-Charakter aus. Er kann einfach bei jedem Prozenten Neutral-Air in Up-Air kombon. Ich weiß nicht, ob zwei True sind, aber es ist auf jeden Fall so, dass er bei jedem Prozenten mindestens aus einer Neutral-Air eine Up-Air bekommt. Und Plattform sieht man hier auch, helfen ihm einfach mega. Hätte er jetzt noch eine gute Up-B, dann würde er da killen können und hätte auch einen geilen Up-Air-String, sowas wie Suizamus, ne? Aber ich glaube, das war's dann auch schon für diesen Part. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch, wie gesagt, ein Dito machen gegen meinen Bruder oder mehrere und das dann vielleicht auch noch hochladen, einfach, dass man so sieht, was das alles so ist. Ich werde das Modpack verlinken. Gibt's Sound, hat er ja auch, wie gesagt, muss man hier hören. Und bei den ganzen Attacken müsste man das ja auch hören. Und deshalb, ja, ich hoffe, sowas kommt auf jeden Fall noch öfter. Vor allem von dem Typ, der... hat es auf jeden Fall sehr gut gemacht, wie ich finde. Vielleicht macht er auch irgendwelche Effekte noch für die Neutral B oder für die Side B, wie Linanes Feuer oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen, weil das hat echt cool. Und genau, die Dash Attack habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Die haut den Gegner ein bisschen leichter nach unten, wie man hier sieht. Ich weiß aber noch nicht, ob man Jab Blocks machen kann. Müsste ich alles noch austesten. Ich bin auf jeden Fall dabei, weil das ist, fühlt sich gerade schon an, als wäre da so wirklich ein eigener Charakter aus Moves von anderen halt. Und ja, hier sieht man, das ist, bringt eigentlich gar nichts. Aber das ist auf jeden Fall ganz cool, was der hier alles so machen kann an Kombos. Und ja, wie gesagt, Peach, Liefetrainer und Captain Falcon sind die Charakter, aus denen er besteht. Ich hoffe, sowas wird dann noch öfter kommen. Und ja, das ist noch komisch mit diesem Umdrehen hier. Wenn er sich so umdreht, dann sieht es ein bisschen komisch aus, aber ich denke, der wird auch noch gefixt. Das ist bisher nur die erste Version und da kommt noch einiges dann dazu an Updates, schätze ich mal. Und was wollte ich euch noch zeigen? Hier die normalen Captain Falcon Kombos. Vielleicht kriege ich auch mal hin, einen Footstool daraus zu machen. Das geht natürlich auch. Aber jetzt hat er schon so hohe Prozente. Ja, die Down Air kann man, glaube ich, safe in der Forward Air kombon. Und allgemein, das ist schon ein ziemlich guter Charakter, Aerial Based. Ich kann mal probieren, ob Jab into Grab scheint auch immer noch so zu funktionieren wie bei Captain Falcon. Und da sieht man es eben, die Up, wie sie trifft. Nur wenn man wirklich an der obersten Spitze trifft. Und die ist halt auch wirklich sehr schlecht. Also lohnt sich eigentlich nicht für sie zu gehen. Aber Kill Power fehlt ihm auf jeden Fall nicht. Er hat starke Moves. Seine Smashes, Up Smash von Peach, Down Smash von Mifid Trainer, Forward Smash von Falcon. Und ja, dann würde ich sagen, war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid ein bisschen gehypt, ne? Weil es ist ja, wie gesagt, der neue DC-Charakter. Richtig krasser Boy auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.